Tim, an alter Wirkungsstätte. Ihr habt gut losgelegt, ihr wart sogar in Führung. Dann wird es doch recht deutlich, woran lag's? Ja, ich glaube, dass wir eigentlich insgesamt ein ganz gutes Spiel gemacht haben. Ja. Immer dann, wenn wir in der zweiten Halbzeit mal die Chance hatten, auf 2, 3 Tore ranzukommen, haben wir vorne entweder den Ball nicht gemacht oder mal zu früh abgeschlossen, wodurch der SCM seine erste, zweite Phase ganz gut aufziehen konnte. Und ja, wenn man hier was mitnehmen will, dann kommt es auf diese beiden Kleinigkeiten noch darauf an, dass man die Dinger auch noch reinmacht. Dann wäre ich mal gespannt gewesen, wie das Spiel gelaufen wäre, aber hätte zählt nun mal nicht. Yves, herzlichen Glückwunsch zu dem Wiedereinstand hier in der Halle und zum 1000. Tor für den SCM. Da fühlt man sich doch bestimmt klasse, oder? Ja, absolut. Also ich habe es tierisch genossen, hier heute aufzulaufen. Es hat extrem viel Spaß gemacht, war ein temporeiches Spiel. Ging gut hin und her und das ist natürlich super für uns außen, das macht uns Spaß, das ist genau das, was wir wollen. Ja, das hat dann auch geklappt mit dem Tor. Ich habe es vorher gewusst, dass ich nur noch eins brauche und dass der dann gleich so reingeht, ist natürlich super. Es lief heute recht flüssig, gab ein paar Lattenknaller, dies und jenes, was wir so alles kennen, aber insgesamt ein guter Eindruck vom SCM. Ja, ich glaube, insgesamt kann man das so sagen. Ja, ich glaube, wir kriegen 29 Gegentore. Da wollen wir, denke ich, ein bisschen drunter bleiben, aber insgesamt können wir damit zufrieden sein. Ne? Ein Wort zu den Neuen. Ja, perfekt. Also er hat es auch im Training schon so angedeutet. Er ist extrem hungrig, auch in der Abwehr. Er versucht da so viel zu arbeiten und es den Nebenleuten leicht zu machen. Und im Angriff hat er das natürlich auch verstanden. Man hat es ja auch schon vorher gesagt, dass er auch schon in der Champions League viele Tore geworfen hat. Und er hilft uns sofort weiter. Das hat man heute gesehen und das ist überragend. Rolf, ihr habt gut angefangen. Es ging richtig gut los. Wir haben gerade auch von dir tolle Tore gesehen. Zum Schluss war es dann doch ein bisschen deutlich, deine Meinung zum Spiel. Ja, es ist natürlich schade. Wir haben uns schon gesagt, dass wir hier befreit und mutig aufspielen und das ist uns anfangs auch ganz gut gelungen. Allerdings war unsere Fehlerzahl so hoch, dass wir uns selber so ein bisschen um den Lohn gebracht haben. Und das ist natürlich schade eigentlich, aber darum hat der SCM auch verdient gewonnen. Ja, woran lag es im Endeffekt? Der SCM konzentrierter gewesen? Ja, wir haben uns, wenn wir Wechsel vollzogen haben, haben wir auch immer so ein bisschen gebraucht, bis wir erstmal reinkamen, bis sich jeder an die einzelnen Absprachen, die wir uns im Vorfeld vorgenommen haben, gehalten hat. Dazu hatten wir eine hohe Fehlerzahl, haben den Torwart auch ganz gut warm geworfen dann in einigen Phasen und auch hinten den einen oder anderen Fehler gemacht und dann kommt so ein Ergebnis zustande. Wie überraschend ist so ein Moment, wenn plötzlich Spieler auf der Platte stehen beim Gegner, die man noch nie gesehen hat? Ja gut, wir wussten das schon und klar, das ist dann immer die Frage, wie so ein Spieler einschlägt. Ich denke, er hat einen guten Einstand gehabt heute, ist eine Verstärkung für den SCM und letztendlich ändert das ja nichts an unserer Taktik, die wir im Vorfeld generell hatten. Ja, ich denke, dass wir haben Gas gegeben von der ersten Minute. Wir hatten ein bisschen schlecht in Deckung angefangen, aber trotzdem gut Führung in Halbzeit und dann haben wir in Halbzeit in die Kabine gesagt, dass wir müssen die kleinen Fehler wegschmeißen und versuchen, Konzentration zu halten. Dann können wir das Spiel tot machen und mit guter Leistung für die Zuschauer, denke ich, wir haben das gut gemacht heute. Das führe ich darauf zurück, dass ich gute Nebenleute habe, die mich hervorragend einsetzen. Also das ist dann, wenn einer das Tor wirft, ist es schlussendlich nur der Schlussakt. Vorher wird für einen gearbeitet und da waren Marco, Yves, Jakob am Kreis, also die ganze Mannschaft hat da hervorragend für mich gearbeitet und wir für die anderen aber auch, glaube ich. Ich habe natürlich heute auch viel Spielzeit profitiert, weil Michael Damgard leider verletzt ist. Natürlich wünsche ich ihm alles Gute, aber er hat einfach gut gespielt und ich muss mich dann dahinter dann so lange bereithalten, bis ich dann drankomme, so wie heute und dann muss ich da sein.